Ministerinnenbesuch am Familiencampus Niederlausitz. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher besuchte am 8. Juli die Campusschule in Klettwitz. Hier wollte sie sich über die Arbeit des Projektes National Matching informieren. Das Projekt wendet sich an Flüchtlinge und Einwanderer mit abgeschlossener, angefangener oder gewünschter beruflicher Ausbildung im Gesundheitswesen. Ziel des Projektes ist es, dem enormen Fachkräftemangel in den Pflegeberufen zu begegnen, bestätigt Projektleiter Marco Bünger. Wir haben eigentlich Erfahrungen vor 7, 8 Jahren uns angeschaut in anderen Ländern, weil dieses Fachkräftethema gibt es in jedem hochentwickelten Land. Und diese Erfahrung aus England und Schweden haben wir dann in dem Moment, wo die Flüchtlingskrise hier auf dem Höhepunkt war, quasi mitgebracht und haben gesagt, Leute, lasst uns mal möglichst schnell hier auch anfangen, damit wir diejenigen, die also aus dem medizinischen Bereich kommen, möglichst schnell hier auch wieder in Arbeit bringen. Wir brauchen sie und desto schneller, desto besser ist es auch für unsere eigene volkswirtschaftliche Bilanz quasi. Der demografische Wandel mit seinen besonders starken Auswirkungen im ländlichen Raum macht Projekte wie National Matching für Ministerin Nonnemacher besonders wichtig. Wir haben jetzt gerade die neuesten Zahlen gehört, die demografischen Prognosen, Rückgang der Bevölkerung in einigen Landesteilen prognostiziert. Immer mehr ältere Menschen müssen von immer weniger Jungen versorgt werden. Dann die große Lücke, die Kluft gerade bei Pflegefachkräften, das ist besorgniserregend. Und da ist es natürlich eine unglaublich gute Idee, dass wir geflüchtete Menschen mit Migrationshintergrund, die eine gute Ausbildung suchen, für diesen Beruf hier begeistern und gut ausbilden und gut qualifizieren, um diese Bedarfe decken zu können. Das wird bei weitem nicht ausreichen, selbstverständlich, aber es ist ein Baustein und das ist toll, wenn man Integration und Pflegefachkraft zusammendenkt. Die Integrationsbeauftragte des Landkreises Oberspreewald-Lausitz begrüßt dieses Projekt. Im Rahmen ihrer Arbeit unterstützt Katrin Tuppey koordinierend die teilnehmenden Partner. Und das erfolgt so, dass wir in vielen Netzwerken zusammenarbeiten, gerade mit den Partnern Agentur für Arbeit, Jobcenter oder auch mit Arbeitgebern wie das Klinikum oder auch letztendlich auch mit der Pflegeschule hier, sodass wir dann ein Netzwerk haben und in diesem Netzwerk dann immer schauen, wo kann für den einzelnen Klienten der Weg hingehen. Und dieser Weg geht dann zum Beispiel nach Klettwitz. An der Campusschule wird hier die Theorie vermittelt. Sie ist eine von mehreren Einrichtungen im Land, die das Projekt mit begleiten. Milad Almusa und David Njoroge sind bereits im zweiten Lehrjahr. Den praktischen Teil absolvieren sie am Klinikum Niederlausitz. Sie stießen hier auf ein sehr offenes Team und gute Arbeitsbedingungen. Was schwierig ist, ein bisschen die Sprache. Das merkt man das. Ja, aber sonst wird alles schön. Während Milad Almusa mit National Matching ganz neu für das Gesundheitswesen gewonnen wurde, hatte der 27-jährige Kenianer David Njoroge bereits in seiner Heimat damit Berührungspunkte. In Kenia hatte ich ein Studium als Physiotherapeut gemacht, aber ohne Abschluss, weil ich in Deutschland gekommen bin. Und ja, ich wollte etwas in die medizinische Ebene machen. Und deswegen habe ich eine Praktika im Krankenhaus gemacht. Dank dem Projekt sind nun die beiden Auszubildenden auf dem Weg, im Gesundheitswesen ihre berufliche Zukunft zu finden. Seit 2 Jahren begleitet auch der Direktor der Campusschule das Projekt mit, findet sehr lobende Worte für die Disziplin und Strebsamkeit der immer internationaler werdenden Schüler. Es hat sich eigentlich stetig vorwärts entwickelt. Wir haben immer mehr Auszubildende, die aus Ländern kommen, wo sie teilweise flüchten müssen oder die dort keine Ausbildungsmöglichkeiten haben. Und haben jetzt letztes Schuljahr mit 8 vietnamesischen Auszubildenden wieder angefangen in der neuen generalistischen Pflegeausbildung und begleiten natürlich auch in der Altenpflege und in der Krankenpflege die auslaufenden Ausbildungen diese Auszubildenden weiter. Im Austausch aller Mitwirkenden wird klar, dass die Sprache aktuell die größte Herausforderung für die Integration ist. Das bekommt auch Frank Kuhlmann im Schulalltag mit. Daran arbeitet ja auch das Projekt ganz, ganz intensiv mit Nachhilfeunterricht, mit unserem Sommercamp. Aber die Schüler bringen eine gute Basis mit an sprachlichen Vorkenntnissen, aber es muss unbedingt darauf aufgebaut werden, weil ansonsten wirklich die sprachliche Verständigung auch gerade mit Patienten, die Einschränkungen haben, sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir das Projekt mit begleiten dürfen, weil gerade dort wird angesetzt an diesem Problem. Eine bessere Vermittlung der deutschen Sprache ist also die große Hausaufgabe, die auch Ursula Nonnemacher mit nach Potsdam nimmt. Aber auch einen sehr positiven Eindruck der jungen Projektteilnehmer vor Ort.
Also die beiden Herren, die sich da zur Verfügung gestellt hat, haben mir erzählt, dass sie gerne hier in der Gegend bleiben möchten. Also gerade Senftenberg als auch als Wohnort, als Arbeitsort genannt. Und das ist natürlich genau das, was wir hier brauchen. Die Menschen, die hier sind, qualifizieren, halten, damit wir unsere vielen Pflegebedürftigen gut versorgen können. Das Land Brandenburg unterstützt dieses Projekt mit den nötigen finanziellen Mitteln. Mit den drohenden Engpässen im Pflegebereich sieht Projektleiter Marco Bünger auch 6 Jahre nach der großen Flüchtlingswelle einen hohen Bedarf für dieses Projekt. Wenn alle Brandenburger Geflüchteten in die Pflege gehen würden, dann hätten wir etwa ein Sechstel des Bedarfs des nächsten Jahrzehnts gedeckt. Nur damit das klar ist, was für eine Dimension wir reden. Also deshalb gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir aufhören sollten. Und das werden wir auch nicht tun. Milad und David sind im Lausitzer Seenland angekommen und sehen auch ihre Zukunft hier und am Klinikum Niederlausitz. Ein kleiner Baustein für die große Aufgabe der Pflegesicherung im Land Brandenburg.